So, wir kommen zu einer weiteren Übung der Beweglichkeit für die Halswirbelsäule. Natürlich wieder Thema Faszien, ganz klar. Die nächste Bewegung, die jetzt dazu kommt, das bedeutet, wir machen alles zusammen. Das heißt, wir machen die Streckung der Halswirbelsäule, wir machen die Rotation der Halswirbelsäule und wir machen das Absenken der Kinnspitze, was auch die Halswirbelsäule betrifft. Okay? Also wir starten mal, diesmal ohne Zeigefinger an der Kinnspitze, denn allmählich haben wir das Gefühl für die Streckung, denke ich mal, trainiert. Das heißt, die Kinnspitze geht wieder zurück, weit zurück, die Drehung erfolgt zur Seite. Und jetzt, die nächste Übung dazu ist, mit der Kinnspitze den Schlüsselbeinknochen, unseren Clavicularis, zu treffen, also wirklich zu berühren. Wieder anheben, zur Mitte kommen und wieder vor. Wieder zurück, Drehung. Kinnspitze setzt auf, wäre toll. Hoch, zur Mitte. Ihr merkt schon, es ist nicht leicht, die Kinnspitze aufzusetzen, denn wichtig ist dabei, nicht zu schummeln. Backenzähne bleiben im Kontakt, Lippen natürlich auch. Dazu sei noch gesagt, schön die Schultern runterziehen Richtung Po. So, noch eine schöne Runde, dass ihr das genau sehen könnt. Hier ist Kinnspitze zurück. Drehung. Wieder vor, zurück. Drehung. Und das Ganze 30 Mal. Ihr werdet merken, es wird immer besser. Darum geht's.